والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أحكم. الدين جزء الإسلام يرون إن شاء الله تعالى بعد ما أخذت سوق الملك. Heute kommt der zweite Teil, wir noch einen, inshallah ta'ala, dritten Teil haben. Wir haben ja gerade, bevor wir jetzt die Kamera angemacht haben, eine kurze Wiederholung gehabt zu den ersten beiden Ayat, welche wir letzte Woche sehr, sehr ausführlich besprochen haben. Und wollen genau hier jetzt ansetzen, inshallah ta'ala, und uns anschauen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns jetzt in dieser Sura zu berichten. Und wir hatten ja gesagt, wir hatten auch letzte Woche, dass es sich hierbei um eine rein mekkanische Sura handelt. Höchstwahrscheinlich um eine rein mekkanische Sura handelt. Also hier werden noch einmal diese Grundlagen, die Fundamente unseres Glaubens festgelegt. Allah subhanahu wa ta'ala spricht jetzt über den Sinn und Zweck unseres Daseins in den ersten beiden Ayat, um dann überzugehen auf etwas unglaublich Wichtiges, was wir immer wieder, gerade auch im mekkanischen Koran finden. Nämlich die Wege, welche dazu führen, dass ich zur Erkenntnis gelange, dass es einen Gott geben muss und dass ebenfalls dieser Gott etwas von mir als Mensch verlangt. Dass es einen Gott geben muss, der das alles geschaffen hat. Und nicht nur das, sondern dass dieser Schöpfergott sich auch an die Menschen gewandt hat. Das ist immer sehr, sehr wichtig, dass wir hier zwischen zwei Arten von Tauhid unterscheiden, wie wir gleich sehen werden, inshallah. Ich weiß nicht, ob wir das hier oder in einem anderen Unterricht gesagt haben, wir haben das schon öfters erwähnt gehabt. Es gibt zwei grundlegende Arten von Tauhid. Die sind jetzt nicht Widersprüche, sondern die ergänzen sich und die müssen beide vorhanden sein. Zwei grundlegende Verständnisse vom Monotheismus. Da haben wir auf der einen Seite den Tauhid al-Rububiyya. Und auf der anderen Seite den Tauhid al-Uluhiyya. Tauhid al-Rububiyya bedeutet was? Was heißt Tauhid al-Rububiyya? Was bedeutet das? Das ist ein wertiger Begriff. Ich rate euch, wie gesagt, das mache ich immer wieder, schreibt das auf. Kurz nur ein Stichwort: Tauhid al-Rububiyya. Ja. Was heißt das Tauhid al-Rububiyya? Was bedeutet das? Tauhid ist ja klar. Der Monotheismus ist sich an ein Gott gewohnt haben. Und was heißt Rububiyya? Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eins der beiden ist, aber eins, dass man bestätigt, dass also die Taten Allahs sind bestätigt, beziehungsweise die Eigenschaften? Jein, das geht nicht so richtig. Tauhid Rububiyya bedeutet so viel, dass ich verinnerliche, dass es nur einen Schöpfer für dieses Universum gibt. Von Rabb. Ich sage ja jedes Mal in Surah Al-Fatiha, Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Alles mit Allah, dem Herrn der Welt. Was heißt das? Rabb. Rabb bedeutet hier in diesem Kontext, dass ich glaube, dass Allah der einzige Schöpfer dieses Universums ist. Es gibt neben ihm keinen anderen Schöpfer. Und dass er auch für dieses Universum noch weiterhin da ist, nachdem er es geschaffen hat. Sich einfach sich selbst überlassen hat. Und er es pflegt, in bester Weise pflegt. Das ist das eine. Das glauben viele Menschen, selbst die Muschikun in Mekka haben das geglaubt. Das ist nur ein Punkt. Es gibt viele Ayat im Koran, denen Allah Ta'ala dann immer wieder die Muschikun fragt. Wala insa ayatun, man khalaqa as-samawat wal-ard. Und wenn du ihn fragst, wer hat Himmel und Erde erschaffen? Sagt ihm der Kolumna, Allah. Wenn sie sagen, Allah hat es erschaffen. Das heißt, die Götzen, die da in Mekka, sie haben nicht verleugnet, dass es einen Schöpfer gibt, nur einen. Aber sie haben trotzdem neben Allah andere Gottheiten angebetet. Und dementsprechend ist es eine Form von Schirk. Es ist eine Form von Schirk, obwohl sie akzeptiert haben. Auch wenn du heute die Menschen fragst, einfach mal so auf der Straße fragst, es gibt auch Umfragen, die bezüglich sehr interessant sind. Glauben sie an einen Gott, an eine höhere Macht? Die Mehrheit wird dir sagen, ja, ich glaube, dass es etwas Höheres gibt. Der wird nicht verleugnen. Also es gibt einige, ich habe mal so eine Umfrage gelesen, und es ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem europäischen Land, aber
60 bis 70 und teilweise 80% glauben, es gibt etwas Höheres. Sie glauben an eine Art Schöpfer, an eine Art Macht, die all dies erschaffen hat. Die Frage ist, wie reicht das aus? Nein, es reicht nicht aus. Sondern neben dem Tawhid al-Rububiyya gibt es noch eine andere Form von Tawhid, welche die meisten Menschen jetzt vernachlässigen. Und zwar, das ist dann dieser zweite Teil, der? Genau, Tawhid al-Uluhiyya. Der sich auch bereit nimmt, diesen Schöpfer Gott anzubeten, weil er sich uns nämlich offenbart hat. Und das werden wir gleich in diesen Ayat sehen. In diesen Ayat werden wir genau die Belege sowohl für den Tawhid al-Rububiyya als auch für den Tawhid al-Uluhiyya sehen. Deswegen das einfach vorweg. Die Propheten hat Allah Ta'ala gesandt, damit sie den Menschen zeigen, warum sie überhaupt erschaffen wurden. Und Allah Ta'ala, er wird die Menschen erstmal zur Rechenschaft ziehen. Dafür, dass sie ihn nicht angebetet haben. Wenn sie über einen Propheten erfahren haben, warum sie erschaffen wurden. Das ist dann der Tawhid al-Uluhiyya. Dieser Tawhid al-Uluhiyya ist der Tawhid, oder das Verständnis vom Monotheismus, was die meisten Menschen heutzutage nicht haben wollen. Die meisten Menschen heutzutage wollen eine Art Cocktail-Religion haben. Was heißt das Cocktail-Religion? Cocktail-Religion bedeutet, ich picke mir das heraus, was mir gefällt an der Religion. Selbst Leute, die sich einer Religion oder zu einer Religion bekennen, Christen, Buddhisten, Juden, aber auch Muslime, haben ein Verständnis von Religion, was man nur noch als Cocktail-Religion bezeichnen kann. Ich nehme mir das, was mir gefällt, und lasse das beiseite, was mir nicht gefällt. Und auch er spricht auch darüber, indem er sagt, er verdutzt mir nur eine Bibel und Kitab, was steckt vor und Bibel. Glaubt ihr etwa an einen Teil des Buches, aber vielleicht an den anderen Teil des Buches. Islam bedeutet was, und das ist die Religion aller Propheten, dass ich bereit bin, alles und nicht das, was mir gefällt, das nehme ich an, das, was meiner Neigung entspricht, das ist okay. Und alles andere lege ich beiseite. Aber was passiert heutzutage? Deswegen, du hast häufig Muslime, wir reden nicht über Muslime, weil Christus ist noch viel extremer. Du hast häufig Muslime, die sagen, ja, ich bin Muslim, aber ehrlich gesagt, so, ich glaube nicht, dass ich das Gebet brauche, weil Hauptsache mein Herz ist rein. Warum betest du nicht? Darauf kommt es nicht an. Hauptsache mein Herz ist rein. Weil eigentlich ist die Religion gekommen, um genau das so aufzufordern. Hauptsache ich habe einen guten Charakter, Hauptsache ich tue niemandem etwas zu leiden. Nur reicht das aus? Ja. Viele Menschen denken, heutzutage ist es reicht aus. Sie sind geprägt von einer Form von Verständnis, die wir heutzutage in der modernen Welt haben, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ein humanistisches Weltbild. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Der Mensch steht über Gott. Gott hat keine Rechte. Nur die Menschen haben Rechte. Hauptsache mein Herz ist an. Was ich glaube, ist völlig wurscht. Und sollte es Gott geben, dann ist Gott barmherzig. Und es ist völlig egal, ob du Atheist bist, ob du Christ bist, ob du Jude bist, ob du Muslim bist, ob du Buddhist bist, ob du Hinduist bist. Gott kommt es überhaupt nicht an. Hauptsache du bist ein guter Mensch. Und wenn du ein guter Mensch bist, dann ist immer die Frage, was heißt guter Mensch? Dann kommst du ins Paradies. Aber wenn wir uns den Koran anschauen, dann sehen wir, der Koran spricht immer wieder von was? Von Amen wa Amen Salihat. Glauben und rechtschaffende Werke. Also, rechtschaffende Werke allein reichen nicht aus, sondern ich muss auch glauben. Ja, der Koran spricht sogar darüber, dass diejenigen, die Schirk begehen oder nicht glauben, dass Allah bei allen ihre Taten zunichte macht. Dass er sie nicht akzeptiert. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam spricht immer wieder darüber. Und daran erkennen wir, es gibt also mehr als nur dieser Tawhid al-Rububiyya, dass ich verinnerliche, es gibt irgendwie einen Schöpfer Gott. Sondern ich muss auch ganz genau verstehen, was will Allah von mir, weil Allah hat Recht in mir gegenüber, er hat mich erschaffen. Er hat mir das Leben gegeben. Und er kann bestimmt, was er mir verlangt. Ob ich das wahrhaben möchte, oder ob ich das nicht wahrhaben möchte, ist eine andere Frage. Nur weil ich es nicht wahrhaben möchte, heißt nicht, dass es deswegen nicht wahr ist. Nur weil ich mir vorstelle, dass es nicht richtig ist, heißt nicht, dass es nicht richtig ist.
Nur weil ich bestimmte Gesetze hier in Deutschland nicht gut finde, heißt es nicht, dass das Gesetz nicht greift. Ich kann lange mit einem Richter diskutieren. Ich kann nur noch sagen, ja, ich finde aber das ungerecht, dass sie von mir Steuern verlangen. Und deswegen habe ich Steuern dazu. Das überzeugt mich, dass es dem Richter völlig egal. Du zahlst deine Steuern, du zahlst sie, ob du davon überzeugt bist oder ob du nicht davon überzeugt bist, oder? Ich finde es doof, dass man nicht über Rot fahren darf. Oder ohne Führerschein fahren darf. Das ist dem Richter völlig egal, ob du davon überzeugt bist oder ob du davon nicht überzeugt bist. Du kriegst deine Strafe, völlig. Unabhängig davon, ob dich das überzeugt oder ob dich das nicht überzeugt hat. Und ebenso ist es mit den Gesetzmäßigkeiten dieses Universums. Es ist völlig egal, ob du daran glaubst, dass wenn du aus dem Fenster springst, dass du dann stirbst oder nicht stirbst. Du wirst sterben, wenn du glaubst, in diesem Moment ist du nicht sterben, dass du fliegen kannst. Du fällst trotzdem runter. Also nur weil ich an eine Sache nicht glaube, heißt es nicht, dass du nicht so bist. Das ist sehr, sehr wichtig, das wird zu verstehen. Aber was war noch egal? Er spricht jetzt genau hierüber in diesem Abschnitt. Erst einmal beginnt er mit dem Tauhid al-Uluhiyya. Und dann kommt er zu dem Tauhid al-Uluhiyya und zeigt uns auf, was passiert, wenn ich nicht bereit bin, den Tauhid al-Uluhiyya zu akzeptieren. Können wir uns einfach mal hier erklären, anschauen. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Er, der sieben Himmel in Schichten übereinander erschaffen hat. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Du kannst in der Schöpfung des Allerbarmes keine Ungesetzmäßigkeit sehen. فارجع البصر هل ترى من فطور. Wende den Blick zurück, siehst du irgendwelche Wissen. ثم ارجع البصر كرتين. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Hierauf wende den Blick wiederholt zurück. Der Blick wird zu dir erfolglos und ermüdet zurückkehren. In diesen beiden Ayat will Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen Mekka, die Quraysh, welche zwar an einen Gott geglaubt haben, aber gleichzeitig auch an viele andere Götter aufzeigen, euer Glaube macht keinen Sinn. Würde es mehrere Gottheiten geben, mehr als ein Gott werden, dann könnte dieses Universum nicht so perfekt aufeinander abgestimmt sein. Und deswegen hebt es Allah subhanahu wa ta'ala explizit hervor, indem er nämlich sagt, Tibaqa, übereinander erschaffen, sodass alles übereinander passt. Allah ta'ala, er hat nicht nur einen Himmel erschaffen, sondern er hat gleich sieben Himmel erschaffen. Und das Unglaubliche ist, wie es Allah dann in der fünften Ayah zeigt, dass dieser Himmel, den wir sehen, mit der uns beste Himmel ist. Und trotz allem, obwohl dieses Universum so riesig ist, alles stimmt in sich. Und es keine Widersprüche gibt in der Schöpfung des Allerbarmens. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt dann in der fünften Ayah, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Wir haben ja den untersten Himmel mit Lampen geschmückt. Also die Sterne, die wir sehen, gehören alle zum untersten Himmel. Das Universum, was uns bekannt ist jetzt momentan, das ist alles so der unterste Himmel. Und wir wissen, wie unendlich weit dieses Universum ist. Also wir gerade mal vielleicht, ja, noch, wir befinden uns noch in den Anfängen des Sonnensystems, unseres Sonnensystems. Alles andere, was wir beobachten können, ist so weit weg, dass wir jetzt als Menschheit noch gar nicht daran denken können, dorthin zu gelangen. Wir können froh sein, wenn wir zum Mars gelangen. Unser Nachbarplanet zu haben, aber so riesig ist dieses Universum. Und Allah ta'ala, er hat sieben Schichten davon geschaffen. Es gibt einige nicht ganz authentische Überlieferungen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann gesagt hat, dass zwischen jedem Himmel ein Abstand von 500 Jahren ist. Das sind alles nicht authentische Überlieferungen. Aber selbst wenn sie authentisch sind, was ist damit gemeint? Mit einem Jahr? Ist damit ein Lichtjahr gemeint? Was ist ein Jahr von unseren Jahren gemeint? Also im Grunde unglaublich riesige Abstand. Es gibt eine authentische Überlieferung, die nochmal aufzeigt von unserem Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie gewaltig die Schöpfung auch aus ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es von Abu Dhar al-Ghifari überliefert wird, die Überlieferung ist noch authentisch. As-samawatu as-sab'u fil kursiyyi illa halaqatin mulqati bi'ardin thalath. Die sieben Himmel sind
Im Vergleich zum Kursi, zum Stuhl, ja, Allahs, der im Koran erwähnt wird, ja, nur wie ein Ring, der in eine Wüste geworfen wird. Diese sieben Himmel sind nur wie ein Ring in einer Wüste. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ تِلْكَ الْفَلَاتِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَةِ oder Halqa. Und der Vorzug des Thronhauses gegenüber dem Kursi, des Arsch gegenüber dem Kursi, ist wie ja, der Vorzug dieser Wüste gegenüber dem Ring. Also es ist auch nochmal so, dass der Arsch Allahs, also der Thron Allahs, ja, der Thron Allahs ja, gegenüber dem Kursi, diesem Schemel oder Stuhl, ja, wenn man das übersetzen kann, ja, genauso viel größer ist wie der Kursi gegenüber den sieben Himmeln. Unglaubliche Schöpfung Allahs zu planen. Und alles in sich stimmig. Keine Widersprüche. Such so viel du willst. Such nach Rissen im Himmel. Such nach irgendeinem Fehler, du wirst ihn nicht finden. Und all das deutet darauf hin, dass es für dieses Universum einen einzigen Schöpfer geben muss. Und zwar nur einen einzigen. Er würde es mehr geben, dann würde es Widersprüche geben. Dann wäre nicht alles in sich stimmig. Und das ist, wie gesagt, der beste Beleg überhaupt, den man sich vorstellen kann, für die Existenz Allahs und für die Existenz eines einzigen Gottes. Weil alles andere überhaupt keinen Sinn machen würde. Alles andere würde Chaos bedeuten. Diese Vorstellung von Zufall, dass Dinge zufällig entstanden sind, ohne dass dahinter ein Designer ist, ein Schöpfer ist, ist absurd. Weil alles andere, was wir kennen aus unseren Erfahrungen, die wir jeden Tag haben als Menschen, zeigt uns, es gibt einen klaren Unterschied zwischen Zufall und zwischen etwas, was geplant ist. Ein klarer Unterschied. Ich kann ganz klar unterscheiden, ja, zwischen einer Explosion, ja, und das, was nach einer Explosion ist. Und zwischen einem Kunstwerk und einem Künstler, der das errichtet hat. Ihr kennt doch diese Leute, die aus Eis oder auch am Strand aus Sand Skulpturen herstellen. Habt ihr jemals erlebt, dass das Wasser, egal wie viele Millionen Jahre es unangetastet gewesen ist, ja, und wenn auch noch nie ein Mensch dort gewesen war, ja, habt ihr jemals erlebt, dass Wasser eine Skulptur herstellen kann? Der Strand sieht schön aus. Aber man merkt, ja, das ist einfach entstanden durch die Einwirkung des Meeres und der Gezeiten. Und wenn aber eine Skulptur, selbst wenn es nur eine Burg sein sollte, von einem Kind mit einem Eimer am Strand, ja, kann ich sofort unterscheiden von etwas Zufälligem, das einfach nur durch die Natur entstanden ist. Kann ich sofort unterscheiden. Ich sehe sofort, ob Menschen an einem Strand gewesen sind und dort etwas getan haben oder ob sie nicht dort gewesen sind. Man merkt den Unterschied zwischen Zufall und zwischen etwas, was wirklich designt wurde, und etwas, was erschaffen wurde von einem Menschen. Und auch so kleiner Beobachter, gerade er hält uns das vor Augen. Er sagt, sieben Himmel wurden erschaffen, ohne dass darin irgendein Widerspruch liegt, ohne dass es dort einen Fehler gibt. Das ist doch der beste Blick dafür, dass Allah gerade existieren muss. Und jetzt ist etwas sehr Interessantes hier. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, ma tara fi khalqi Rahman. Du siehst, du kannst in der Schöpfung des Allerbarmens, er sagt nicht fi khalqi Allah, sondern fi khalqi Rahman. Das ist sehr, sehr interessant. Wir müssen eines wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran aufgezeigt hat, und zwar in Surat al-Furqan, dass die Quraysh sich gewundert haben über das Wort Ar-Rahman in den Namen Allahs Ar-Rahman. Für sie war das völlig befremdlich gewesen. Allah Ar-Rahman, Qalu wa Ar-Rahman. Und sie sagten zu dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und wer ist der Ar-Rahman? Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala eine ganze Sura herabgesandt mit dem Namen Ar-Rahman. Wo die erste Ayah einfach nur Ar-Rahman ist. Die Araber kannten so etwas nicht. Warum? Weil sie ein komplett anderes
Gottesbild hatten, als das, was der Islam ausgelehrt hat. Das Gottesbild, was damals die Araber hatten, war ein Bild geprägt davon, dass der Mensch im Grunde genommen der Feind Gottes ist. Und damit die Götter besänftigt werden, müssen die Menschen diesen Göttern Gaben und Opfergaben darbringen. Das war übrigens auch ein sehr, sehr ähnliches Verständnis, was man auch bei den Griechen hat. Und deswegen, ja, es gibt, also wenn man sich so die Geschichten der Griechen anschaut, auch viele Filme, die darüber geredet werden, sieht man immer, der Mensch kämpft gegen die Götter. Der Mensch kämpft gegen die Götter. Also so, als wären Gott und der Mensch Widersprüche. Und Gott ist etwas Schlechtes. Man hat Angst vor den Göttern, und deswegen versucht man sie zu besänftigen. Aber im Grunde hat man nicht wirklich diese Beziehung zu Gott. Und jetzt kommt der Islam und zeigt uns auch, nein, es gibt eine ewige Beziehung zwischen Gott und zwischen den Menschen. Das ist eine Beziehung, die unter anderem auch auf der Barmherzigkeit basiert. Weil Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman ist. Der, dessen Barmherzigkeit alles umfasst. Der, dessen Barmherzigkeit alles umfasst, das konnte sich der aber damals nicht vorstellen. Götter waren etwas sehr, sehr Abstraktes. Deswegen haben sie auch Götter angebetet. Weil Gott war für sie viel zu weit entfernt gewesen und sie haben nur die Götter angebetet, damit sie sich vor den Göttern schützen können. Aber nicht, dass sie wirklich eine innige Beziehung zu den Göttern haben. Aber ich als Muslim, ich versuche, eine innige Beziehung zu Allah aufzubauen. Weil ich weiß, er ist der Barmherzige. Gleichzeitig habe ich aber auch Ehrfurcht. Und heutzutage haben wir genau das umgekehrte Verständnis von Gott. Wenn es Gott gibt, dann muss er die Menschen lieben und dann kann nur Gutes von Gott kommen. Das ist Unsinn. Er sagt, dass nur Gutes von Gott kommt. Natürlich, ja, wir haben es am Anfang der Sure gehört, der Baraka Ladi, also alles Gute kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber alles, was in diesem Universum geschieht, kommt von Allah. Ob es Gutes ist oder Schlechtes. Wir schreiben zwar Allah aus Respekt nur das Gute zu, aber auch das Schlechte, es kommt, ja, nur deshalb, weil Allah ta'ala es zulässt. Er möchte es nicht, aber er lässt es zu. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Und deswegen, ja, wir verinnerlichen Allah subhanahu wa ta'ala, er kann belohnen, aber er kann auch bestrafen. Der Muslim, der lebt zwischen was? Er lebt zwischen Ehrfurcht und zwischen Hoffnung. Allein die Hoffnung reicht nicht aus, ich brauche die Ehrfurcht. Ich meine, soll ich nicht ehrfürchtig sein gegenüber jemandem, der dieses Universum geschaffen hat? Wenn ich einen besonderen Menschen begegne und ich weiß, dieser Mensch hat etwas Besonderes erreicht in seinem Leben. Ich begegne einen, weiß ich nicht, Elon Musk oder irgendjemand anderen, einer wichtigen Persönlichkeit, ja, die wirtschaftlich oder kulturell etwas Besonderes gemacht oder künstlerisch etwas Besonderes geschaffen hat. Und ich begegne diesen Menschen. Was empfinde ich, wenn ich diesen Menschen begegne? Ich empfinde eine gewisse Art von was? Ehrfurcht. Jemand, der so viel geschafft hat in seinem Leben, das ist der reichste Mensch auf der Welt, das ist, weiß nicht, der Künstler, das ist ein bekannter Sänger. Selbst wenn es nur jemand auf Instagram ist, wenn ich ihn dann irgendwo sehe, oh krass, der ist ja voll bekannt, der hat 1 Million Follower, boah. Ja, das ist nur ein Mensch, der 1 Million Follower auf Instagram hat. Und schon habe ich so das Gefühl, so krass. Wenn ich ihn so begegne, nur ganz normal, sobald ich weiß, er hat 1 Million Follower, boah, krass. Ja, der ist was Besonderes. Das ist einfach nur ein Mensch. So wie du und ich, die gleichen Ängste, die gleichen Sorgen, alles gleich. Er ist halt bekannt, dass er in einem bestimmten Bereich besonders erfolgreich ist. Und schon habe ich aber Respekt vor ihm. Boah, das ist nicht ein normaler Mensch, das ist richtig krass. Wie ist es denn mit dem Schöpfer dieses Universums? Soll ich keine Ehrfurcht vor ihm haben? Jemand, der all das erschafft, von ihm habe ich keine Ehrfurcht. Das ist eine Katastrophe. Ich, keiner Mensch, keine Ehrfurcht vor dem Schöpfer dieses Universums. Ich meine, wenn ich einen großen Berg sehe, bekomme ich Ehrfurcht. Boah, ist das ein Riesenberg. Wenn ich einen großen Baum sehe, bekomme ich Ehrfurcht. Wie riesig der Baum ist, wie kräftig er ist, wie schwer er ist, unglaublich. Das ist ein Baum, einfach nur ein Baum. Und schon habe ich Ehrfurcht. Wie ist es dann mit dem Schöpfer dieses Baumes? Mit dem Schöpfer dieses Berges? Mit dem Schöpfer der gesamten Schöpfung? Aber die Menschen leider wollen das nicht wahrhaben. Gleichzeitig aber auch die Hoffnung auf seine Barmherzigkeit, auf seine Liebe. Ma tara fi khalqi ar-Rahman min tafawut farji'i basara hal tara min futur. Versuch es immer wieder. Allah Ta'ala fordert die Menschen auf, schaut immer wieder auf die Schöpfung. Ihr werdet sehen, ihr werdet keine Widersprüche und keine Fehler finden in der Schöpfung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja, ihr werdet so lange suchen,
bis der Blick zu euch erfolglos und ermüdet zurückgehen wird. Und jetzt spricht Allah Ta'ala dieser fünften Erhellung, die Schönheit der Erschöpfung. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Und wir haben ja den untersten Himmel mit Lampen geschmückt. Das ist etwas sehr Schönes, etwas sehr Wichtiges. Der mir schon gesagt hat, das ist der erste Himmel. Aber was lernt uns das noch über Allah Ta'ala? Was lernt uns, dass Allah Ta'ala die Schönheit liebt? Allah hat nicht die Sachen einfach nur erschaffen, sondern er hat sie schön erschaffen. Guck mal, wenn jemand dir Essen zubereitet und es einfach so aufklatscht, schmeckt zwar gut. Schmeckt gut, kann gut schmecken, oder? Aber das Auge ist mit. Wenn aber jemand so kann, oder? Das Essen schön zubereitet und alles schön geordnet macht, dass ich noch ein bisschen die Kooperation drauf mache, ganz anders, oder? Ganz anderes Gefühl. Das ist dasselbe Essen, genau dasselbe, schmeckt genauso. Aber bei dem einen sagst du, boah, krass, da habe ich nicht Lust drauf. Bei dem anderen so, nein, mir schmeckt zwar Hunger, aber du bist immer richtig nicht zubereitet. Das ist dasselbe Essen. Hätte auch noch bei allem diese Schöpfung einfach so erschaffen können, ohne dass wir daran Spaß haben. Ohne dass wir uns daran ergötzen können. Aber mal ganz ehrlich, wenn du jetzt so einfach mal aus dem Fenster schaust, selbst wenn es bewölkt ist, du siehst diese Wolken, da ist Hunger, wie schön es ist. Du fährst mit dem Auto und dann siehst du den Sonnenuntergang und sagst, was sagt mir das über den Schöpfer dieses Universums? Ich sage ihm, dass er schön ist, dass er die Schönheit hat. Dass er uns so sehr liebt, dass er uns nicht nur einfach erschaffen hat, sondern dass er uns erschaffen hat, damit wir auch genießen dürfen. Damit wir diese Schöpfung genießen dürfen. Dass wir uns an dieser Schöpfung ergötzen dürfen. Und deswegen alles, was Allah erschaffen hat, hat er für uns erschaffen. Und deswegen, Allah Ta'ala, er spricht immer wieder darüber, dass er die Diener uns zu Diensten gemacht hat. Der Islam ist nicht gekommen, um uns zu verbieten, dass wir Spaß haben dürfen in dieser Dunya. Nein, der Islam ist gekommen, um uns aufzuzeigen, wie wir Spaß haben können in dieser Dunya. So Spaß haben können, dass wir sowohl in der Dunya als auch im Akhir Spaß haben. Ja, wenn ich Spaß habe, so wie es Allah von mir verlangt hat, dann belohnt mich auch Allah dafür. Ich kenne den Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wo er dann sagt, wie buddel ihr ahadikum sadaqa. Und im Beistand mit eurer Ehefrau ist ein Sadaqa. Und dann fragten die Sahaba, ja, Rasulullah, er yaddi ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu bidhalika. Gesandte Allah, so jemand stillt seine Begierde und kriegt dafür auch Hasanat. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, أَرَأَيْتَ إِنْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٍ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Wenn er es im Verbotenen getan hätte, hätte er eine Sünde bekommen. Und genauso, wenn er es im Erlaubten tut, kommt er dafür was? Kommt er dafür Belohnung. Der Islam ist nicht gekommen, um dir das Leben schwer zu machen. Dich einzuengen in dein Leben. Der Islam ist gekommen, um dein Leben zu regeln und dir zu zeigen, wie du dieses Leben beschreiben kannst, so dass du am Ende diese Prüfung bestehen kannst, gleichzeitig genießen kannst, um dann nach dem Tod das Paradies betreten zu können. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diesbezüglich etwas gesagt, ein sehr, sehr schönes Paradies. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist schön und er liebt die Schönheit. Es kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und er sagte, also der Prophet sagte, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. Keiner von euch wird das Paradies betreten, der in seinem Herzen auch nur eine Dharra, also ein kleines Teil von Hochmut in seinem Herzen hat. Und dann fragte ein Mann den Prophet sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا. Sagte, ein Person liebt es, dass seine Kleidung sauber ist und seine Schuhe sauber sind. Ist das jetzt eine Form von Hochmut? Woraufhin dann der Prophet antwortete, إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ الْكِبُرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَخَطُّ النَّاسِ. Allah, er ist schön. Und Hochmut bedeutet was? Dass ich die Wahrheit ablehne, dass ich die Menschen, dass auf die Menschen herabschaue und sogar glaube ich, besser als die Menschen und als die anderen Menschen. Unser Schöpfer ist schön.
Und er liebt die Schönheit. Und er hat dieses Universum in schönster Form erschaffen, damit wir uns daran ergötzen. Und damit dieses Universum auch auf Allah subhanahu wa ta'ala hindeutet. Aber diese Sterne, die Allah ta'ala erschaffen hat, haben noch einen weiteren Zweck. Und zwar, وَجَعَلْنَاهَا رُجُوبًا لِلشَّيَاطِينِ und haben sie zu Wurf geschossen gegen die Satan gemacht. Darüber haben wir schon mal gesprochen gehabt. Als wir, welche Sura sprach, weiß jemand noch? Welche Sura? Welche Sura hat das noch erwähnt, die wir schon gesprochen haben? Surat Al-Juz Tabarak. Surat? Ha? Weiß jemand? Surat Al-Jinn. وَأَنَّا كُنَّ نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمِنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Die Jinn sprechen in der Sura und sagen, wir haben immer gesessen, um die Nachrichten des Himmels abzuhören. Wer jetzt hört, der bekommt was? Ein Sternschnupper. Was haben wir gesagt gehabt? Bedeutet, dass jede Sternschnuppe, die wir am Himmel sehen, automatisch für einen Schnupper vorgesehen ist? Nein, das bedeutet das nicht. Wir wissen auch gar nicht, ob wir das wirklich sehen können. Dass ein Schnupper von einer Sternschnuppe oder von einem Stern oder wie auch immer erfasst wird. Ob wir diese Wurfgeschosse überhaupt im Himmel sehen können. Der Koran sagt lediglich, dass unter anderem diese Leuchten im Himmel dazu da sind, dass die Shayatin verbrannt werden, die versuchen, Nachrichten vom Himmel abzuhören. Und welche Nachrichten haben sie dann versucht abzuhören? Und zwar die Nachrichten, die die Engel, die einen höheren Rang haben, den Engeln, die einen niedrigeren Rang haben, übergeben. Sie haben versucht zu forschen. Um was dann zu tun mit diesen Nachrichten? Um diese Nachrichten dann an die Menschen weiterzugeben, welche mit ihnen zusammengearbeitet haben. Damit diese Menschen wiederum was tun, schwarze Magie betreiben und versuchen dann den Menschen vorzugaukeln und würden die Zukunft kennen. Subhanallah, unglaublich. Das ist eine der Dinge, für die Allah subhanahu wa ta'ala unter anderem auch die Sterne erschaffen. Es gibt hier eine Überlieferung von einem Mufassir, das ist Qatada, der gesagt hat, dass die Sterne aus drei Gründen erschaffen wurden. Ja? Nämlich einmal Zinatus Sama als Schub für den Himmel, einmal Unjuma die Shayatin als Rufgeschoss gegen die Shayatin und einmal Alamat Mubtada biha fil Bahr wal Bahri und als Zeichen, sodass wir die Himmelsrichtungen kennen, wenn wir auf dem Festland sind in der Nacht oder wenn wir uns dann auf dem Meer befinden. Ja, das sind sozusagen unter anderem ja, Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala die Sterne erschaffen hat. Aber es gibt natürlich noch viele, viele andere Gründe, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala es getan hat. Und jetzt sagt Allah ta'ala, وَاَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ und bereitet haben wir für sie die Strafe der Feuerglut. Für wen? Für die Shayatin. Um jetzt überzugehen auf diejenigen, welche die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ablehnen. Und hier geht dann Allah ta'ala auf diese zweite Art von Tauhid ein, nämlich Tauhid, hier, von der wir gerade gesprochen haben. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ und für diejenigen, die ihren Herrn verleugnen, wird es die Strafe der Hölle geben, ein schlimmer Ausgang. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ wenn sie hineingeworfen werden, hören sie von ihr stoßweises Auffallen, während sie brodelt, beinahe würde sie vor Grimm bersten. Jedes Mal, wenn eine Schar hineingeworfen wird, werden ihre Werte sie fragen, ist zu euch denn kein Wahler gekommen? Allah Ta'ala spricht über Jahannam. Und Jahannam ist eine Tatsache, auch wenn viele Menschen heutzutage diese Vorstellung von Jahannam nicht mehr wahrhaben wollen. Ich habe neulich auch von einer Umfrage gehört, die gemacht wurde in einigen europäischen Ländern. Die meisten Menschen heutzutage wollen diese Vorstellung von Jahannam nicht mehr wahrhaben. Sagen, ich glaube vielleicht an Gott, aber Jahannam, so etwas kann es nicht geben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es so etwas wie eine Hölle geben wird. Allah subhanahu wa ta'ala spricht immer wieder über die Hölle. Und er spricht auch hier über die Hölle an dieser Stelle. Und er zeigt auch, für wen die Hölle vorgesehen ist. Und zwar für diejenigen, welche die Wahrheit überdecken. Was bedeutet das Wort Kufr? Hatten wir schon oft gehört. Was heißt Kufr? Das Wort Kufr sprachlich gesehen. Sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Was heißt Kufr sprachlich gesehen? Ja, bitte.
Das heißt, wenn ich sage, Kefara, dann überdenke ich etwas. Das ist erstmal ein bewusstes Handeln. Das ist erstmal was? Ein bewusstes Handeln. Ich habe zwar die Wahrheit erkannt, aber ich überdenke sie. Walilalina Kefara. Und diejenigen, welche jetzt ihren Herrn verleugnen, welche ihn zwar erkannt haben, aber ihn verleugnen, welche sich bewusst abgewandt haben von Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier kommt ein ganz wichtiger Aspekt, es gibt einige Überlieferungen, die etwas sehr, sehr Wichtiges aufzeigen. Und zwar, derjenige, der am jüngsten Tag die Hölle betreten wird, der wird überzeugt sein davon, dass er die Hölle betreten muss. Hört euch mal diesen Hadith an. So, überliefert bei Abu Dawud und auch bei Imam Ahmad und anderen. Das ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, La yadkhulu ahadun an-nara illa wa huwa ya'lamu anna an-nara awla bihi min al-jannah. Keiner wird das Höllenfeuer betreten, außer dass er weiß und überzeugt ist, dass er mehr Anrecht auf das Höllenfeuer hat als auf das Paradies. Allah ta'ala wird das am jüngsten Tag den Menschen vorhalten. Kein Mensch wird zu Unrecht. Kein Mensch. Die wissen auch nicht, wer das Paradies oder die Hölle betreten. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir können nur allgemein sagen, als Muslime, derjenige, der den Islam befolgt, der hat eine Chance auf das Paradies und wird eines Tages das Paradies betreten. Derjenige, der sich vom Islam abwendet, der wird das Paradies nicht betreten und der wird die Hölle betreten. Kann ich aber über jemanden im Einzelnen die Teil sagen, der ist im Paradies oder der ist in der Hölle? Könnte ich zum Beispiel sagen über jemanden, der jetzt nicht Muslim gestorben ist, der ist in der Hölle? Nein. Was muss ich aber als Muslim machen? Ich muss ganz klar sagen, okay, er ist jetzt nicht Muslim gestorben und dementsprechend werde ich ihn auch wie ein Nicht-Muslim behandeln. Was bedeutet das? Ich mache für ihn kein Dua, ich mache für ihn kein Totengebet, er wird nicht auf einem muslimischen Friedhof bestattet. Umgekehrt genauso. Ein Muslim, der nie gebetet hat, der Sinner gemacht hat, der schlimme Taten getan hat. Wenn er stirbt, behandle ich ihn. Ich behandle wie ein Muslim. Ich wasche ihn, ich mache für ihn Dua, ich mache für ihn das Totengebet. Allah ta'ala, wer das Paradies betritt oder nicht, das ist meine Aufgabe. Das überlasse ich Allah. Aber grundsätzlich kann ich sagen, und das ist erstmal grundsätzlich das Urteil, wer als Muslim stirbt, wird das Paradies betreten, früher oder später. Und wer als Käfer stirbt, der wird vom Paradies ausgeschlossen. Aber wir machen kein Urteil über jemanden im Einzelnen. Weil es kann nämlich sein, wie wir gleich sehen werden, inshallah, dass bestimmte Personen, die als Käfer gestorben sind, nie wirklich vom Islam gehört haben. Und hier kommt jetzt die nächste Ayat. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala, er wird mit ihnen sprechen, die Engel werden mit ihnen sprechen. Und deswegen kommt jetzt diese Frage, Alam ya'tikum nadir, ist zu euch kein Wahrer gekommen? Eine essentielle Frage. Und das ist jetzt genau dieser Tawhid al-Uluhiyyah, ist niemand zu euch gekommen, der euch gesagt hat, was Allah ta'ala von euch eigentlich verlangt hat? Qalu bala, sie werden antworten. Ja, doch, zu uns kam bereits ein Warner. Qad ja'ana nadhirun. Aber was das Problem ist, فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. Ja, doch, zu uns kam bereits ein Warner, aber wir haben ihn genügend bezichtigt und gesagt, Allah hat nichts offenbart, ihr befindet euch nur im großen Welt. Und dann werden sie sagen, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّقِيرِ. Und sie werden sagen, hätten wir nur gehört und begriffen, wären wir nun nicht unter den Insassen der Feuerwehr. Aber wird ihnen das was bringen? Nein. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. So werden sie ihre Sünde bekennen. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّقِيرِ. Weit weg davon mit den Insassen der Feuerwehr. Also, mit anderen Worten, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird ihnen am nächsten Tag vorhalten. Ist zu euch ein Wahner gekommen oder ist zu euch kein Wahner gekommen? Und sie werden jetzt eingeschnärt, zu uns ist ein Wahner gekommen. Was habt ihr getan? Wir haben ihn verleugnet. Sie werden es eingestehen. In der Hoffnung, Allah subhanahu wa ta'ala, könnte es nicht sein. Aber was ist die Antwort? Versuchen wir uns zu sein. Weil es weg darum, die Insassen der Feuerwehr. Sie haben diese Prüfung nicht bestanden. Und aus diesem Grund, diese Dunya ist eine Möglichkeit für mich, mich zu ändern. Hier kann ich auch Gutes tun. Hier
mein Leben verändern, Allah ta'ala mehr. Oder sobald ich tot bin, gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt diesbezüglich. Er sagt, Allah ta'ala, er nimmt die Tauba eines Menschen an, solange er noch am Leben ist. Malen mughargir, solange nicht die Seele bis zu Gurb gelangt ist. Sobald das aber der Fall ist, Mensch, das ist vorüber. Und deswegen sollten wir jetzt an uns arbeiten. Jetzt direkt aus und planen nach Ruhe und Vergebung bitten, um zu ihm zurückzukehren. Weil wir wissen, was richtig ist und was falsch ist. Wir haben den Propheten, der uns alles berichtet. Wir haben den Koran und deswegen sollten wir es auch umsetzen, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Ganz wichtig, dieser Akid ist unglaublich wichtig. Ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Wir werden nicht bestraft, bevor nicht ein Prophet gesandt wurde. Der Prophet wurde gesandt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, bei Allah, kein Mensch macht Christ hören von mir. Und glauben dann nicht an mich, außer dass Allah ta'ala ihnen das Paradies verwehren wird. Aber hier stellt sich eine wichtige Frage. Was heißt denn hören? Was bedeutet ganz konkret hören? Das ist ein ganz wichtiger springender Punkt. Heißt hören, dass ich einfach nur einmal gehört habe, es gibt den Islam? Oder heißt hören, dass ich den Islam auch wirklich verstanden habe, mich damit auseinandersetzen konnte und dann abgelehnt habe? Das ist eine Frage, die wir so nicht beantworten können, sondern nur Allah subhanahu wa ta'ala. Eins ist aber sicher. Es gibt keinen Menschen, der zu Unrecht das Höllenfeuer betreten wird. Jeder, der das Höllenfeuer betreten wird, wird es zu Recht betreten. Weil Allah ta'ala der Gerechteste aller Gerechten ist. Und das ist schön zu wissen, warum. Weil dann brauchen wir uns auch über keine Gedanken zu machen. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Könnte der jetzt im Paradies oder im Höllenfeuer sein? Was würde mit diesen Menschen geschehen? Wir wissen es einfach nicht. Wir halten uns einfach an die Grenzen, die Allah für alle festgelegt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das Urteil über diesen Menschen überlassen wir Allah. Imam Ghazali, Abu Hamid Ghazali, er ist der Ansicht gewesen, am Ende werden die meisten Menschen das Paradies empfehlen. Wie kommt er darauf? Er sagt, der Grund ist, weil die meisten Menschen den Islam nicht abgelehnt haben, weil sie ihn ablehnen wollten, sondern ihn abgelehnt haben, weil sie sich nie richtig mit ihm auseinandergesetzt haben. Sehr, sehr interessant. Ja, und wir wissen, der Mohammed Ghazali, gelesen, Mohammed Ghazali ist wirklich ein großer Gelehrter gewesen. Und wenn wir uns auch immer wieder anschauen, die Erlehrt, in denen Allah Ta'ala über diejenigen spricht, welche das Höllenfeuer betreten, dann sehen wir, dass immer Menschen, welche bewusst die Wahrheit ablehnen. Bewusst. Sie kannten sie, sie haben sie erkannt, sie haben auch den bewusst abgelehnt. Und das zeigt uns noch einmal, was sehr wichtig ist. Allah Ta'ala, er ist Al-Adl. Nicht nur Al-Adl, sondern er ist auch noch Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, der Allerhand, der Barmherzige, und er ist der Gerechte, dass niemand zu Unrecht ist, weil er Feuer betreten wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu jenen gehören lassen, welche das Paradies betreten und uns vor der Hölle bewahren. Nachdem Allah ta'ala jetzt darüber gesprochen hat, beginnt er mit der Abschied dieser Sura, die wir inshallah ta'ala nächste Woche dann besprechen werden, bis zum Ende der Sura, wenn Allah uns die Möglichkeit dazu gibt, nämlich über diejenigen, welche an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, was sie erwarten wird am jüngsten Tag, oder dazu dann mehr nächste Woche, inshallah.